Ja, du hast gerade deine Prüfung zum Koch bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie fühlst du dich? Erleichtert. Ja, jetzt so eine Last etwas von einem weg. Ist schon entspannter jetzt auf jeden Fall nach der Prüfung. Wie war's? Es war anfangs ein bisschen, sag mal, unter Druck habe ich mich ein bisschen selber gesetzt. Also ich habe halt gesehen, dass alle schon fertig waren oder teilweise mit ihren Sachen und ich war noch am Dessert. Aber das war halt ziemlich aufwendig bei mir, aber dann im Nachhinein ging es eigentlich. Also zeitlich war ich schon, hatte ich es gut im Griff. Was hast du gekocht? Ich habe als Vorspeise ein Doradenröllchen gemacht. Dazu gab es ein Zitrusrisotto und gebratenen Fenchel mit Orangensaft. Im Hauptgang gab es zweierlei vom Stummküken mit einem Paprika-Zucchini-Ragout. Dazu gab es Pfifferlinge und Petersilien-Gnocchis. Und im Dessert gab es dann ein Joghurt-Himbeertörtchen im Biskuitmantel. Wow, da kriege ich gleich Hunger. Wie geht es denn bei dir jetzt weiter? Ich bleibe jetzt noch bei mir im Hotel ein Jahr. Ich habe ein Angebot bekommen, noch übernommen zu werden. Das werde ich auf jeden Fall jetzt machen. Ich habe erstmal vorläufig auf ein Jahr unterschrieben, aber ja, ich schaue mal, wie es läuft, je nachdem. Aber ich glaube, mein Leben lang werde ich es nicht machen, glaube ich. Aber willst du Koch sein? Also es ist schon meine Leidenschaft, mir macht es echt Spaß, aber jetzt mein Leben lang, man ist halt schon eingeschränkt ein bisschen durch die Arbeit, was Freunde angeht und gerade auch im Hinblick auf später mit Familie und Frau und alles, nicht so mein Ding. Was ist die Alternative? Ich habe einen lukrativen Nebenjob als Vermögensberater und das ist vielleicht so mein Zukunftsding. Okay.